Ich bin heute mit Michael Holzum, mein Kumpel von mir, am Fischwasser zugange. Auf zwei unterschiedlichen Wassertiefen wagen wir das Feeder-Experiment Rotaugen gegen Rotaugen inklusive Bonusfisch. Ob unser Konzept aufgeht, erfahrt ihr hier in diesem Filmchen. Und zum Schluss gibt es wieder ein Bonustipp. Bleibt dran! Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei MS Friedfischen TV und für alle neue Gesichter, mein Name ist Michael Schlögel und meine Passion ist seit über 50 Jahren modernes Friedfischangeln pur. Hallo, mein Name ist Michael Holzum vom Holzum Fishing. Ich bin eigentlich mehr so der Allrounder, aber in den letzten Jahren habe ich mich immer mehr aufs Feedern spezialisiert. Wer gerne mehr solche Videos sehen möchte, der kann gerne unsere Kanäle gratis abonnieren. So, los geht's. Mein Angelkumpel Michael und ich koppeln heute mit ultrafein Fiederruten auf zwei unterschiedliche Fischarten. Michael hat speziell auf die handlangen Rotaugen abgesehen, die sind so 15 cm hier in dem Gewässer. Während meine Wenigkeit ist zwar auch auf die Rotaugen abzielt, aber ich mit dem ein oder anderen Bonusfisch liebäugle. Ob uns beide das gelingt, man wird es sehen. So, beide Setups sind gleich gewählt und bestehen aus filigranen Ruten mit guter Parabolik, sodass man auch mit dem kleinsten Häkchen noch den gewünschten Bonusfisch von Michael landen und erzielen kann. Beide Ruten sind sehr schnell im Anschlag und man bringt so halt alles schnell durch und vor allen Dingen auch sicher ans Land. Passt. Als Hauptschnur fischen wir eine geflochtene Schnur, angeknotet an 1 Meter 030er Maxima Treasure Monoschnur. Eine Semi-Freilaufmontage soll uns eine gute Bisserkennung und Ausbeute bringen. Auf Method verzichten wir heute ganz bewusst. Der ca. 12 Meter tiefe See weist eine Wassertemperatur, ist immer noch sehr kalt, von nur 4,5 Grad Celsius auf. Ich entscheide mich heute auf 32 Meter Angeldistanz zu fischen. Dort zeigt mein Sinkwackler 19,83 Sekunden an. Das macht bei einer Absinkgeschwindigkeit von 0,5 Meter, ca. 9,90 Meter, also sagen wir mal 10 Meter Wassertiefe. Zu meiner Strategie. Ich versuche im tieferen Wasser, also auf 10 Meter, den ein oder anderen Brassen neben den Rotaugen zu überlisten. Mein Futter habe ich daher auf Brassen abgestimmt. Ich habe unser MS Range Allround Feeder Black. Zunächst mit einem 1,9 mm Sieb, also sogenanntes Method-Sieb, habe ich die groben Eikeg-Partikel wegen der Sättigung bei den kalten Wassertemperaturen entfernt. Danach habe ich es mittels Quirl angerührt und eingefroren. Es ist dadurch klebriger und es steigen dadurch weniger Partikel hoch. Durch diesen simplen Trick kann man aktives Futter passiver machen. Da verspreche ich mir was davon. Wir werden sehen. Meine Favoritenkörbe habe ich bereits auf das Blech gelegt. Einen in Anführungszeichen großen zum Vorfüttern. Die restlichen Körbe, die ich während der Session benutze, sind alle sehr klein gewählt. Als Köderbeimengung dienen uns lediglich eingeschläferte Pinkies, ein paar eingeschläferte Maden. Speziell für den Köder haben wir auch noch vorbereitet, da ist unser Werkzeug der Maggots lieber. Das war's schon. Und wie sieht's bei dir aus, Michael? Ich fische heute vor der Kante auf 8,50 Meter Wassertiefe, da ich davon ausgehe, dass die Rotaugen auf der Kante sitzen und nicht hinter der Kante patrouillieren. Mein Futter ist schlichtes Bioturbo Braun
aus der Tüte, nichts Besonderes dabei, weil ich da voll drauf vertraue. Gerade bei uns an den Heimgewässern habe ich damit sehr gute Erfolge erzielt. Auch die Rotaugen, mein Zielfisch heute, kommen schnell und bleiben lange am Platz. Mal sehen, ob die hessischen Silberlinge hier in dem Teich das auch mögen und genauso reagieren. Ja, bei der Korbwahl habe ich das genauso gemacht wie MS. Mich fürs kleinste Modell entschieden. Ja, und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was passiert. So, jetzt heißt die Devise viel werfen. Alle 2 Minuten wird ein kleiner Futterkorb reingeschmissen. Das werde ich 1 Stunde machen. Werde dann gucken, wie die Fische beißen, wie sie reagieren. Und dann gucken wir mal, ob die Taktik aufgeht oder ob ich vielleicht was verändern muss. Komm, lass uns einfach beginnen. Ich füttere 4 Körbe vor. Ich entscheide mich hier für diesen Speedkorb 3x8, auch ein relativ kleiner Korb in 30 Gramm. Die Edelstahlmaschen geben den einen oder anderen Partikel bewusst frei in der Absinkphase, um auch die Fische über Grund zu aktivieren, dass sie sich auf den Gewässerboden dann abtauchen. Danach stelle ich die Uhr auf 10 Minuten ein, meine Stoppuhr, und wechsle sofort auf einen Nano-Speed-Korb, also das ist der kleinste Korb bei mir im Programm. Er produziert kaum Geräusche beim Eintreffen auf die Wasseroberfläche und gibt nur ein bisschen Futter frei, da die Fische kaum Nahrung aufnehmen. Ich füttere dann nur noch diese kleinen Mengen Futter nach. 4 Pinkies abgezählt im Korb, das befolge ich alles. Und das mache ich auch 1 Stunde lang. Und dann sehe ich, wie es weitergeht, ob es läuft. Und danach wird entschieden, was Sache ist. Heute hat Micha wohl den richtigen Riecher. Bravo! Die gewünschten Zielrotaugen, wie er sie in NRW kennt, tanzen heute mal wieder nach ihm seiner Pfeife. Nachdem er in der Anfangssession den ein oder anderen Biss nicht gesehen hat, oft waren die Maden ausgelutscht und auch der Haken war nicht der passende, baute ich ihm einfach prompt eine ultrafeine Viertelunze Glasspitze ein. Auch wechselten wir auf ein feineres rotes Häkchen. Den 18er Haken bestückte er mit 3 lebendigen Pinkies und die Krabbler sind ganz fein am Ende eingehakt, sodass diese bewusst gut zappeln und der Haken beim Anschlag noch frei ist. Glaubt mir, für die neugierigen Kleinfische ist das sehr, sehr wichtig. Ab diesem Zeitpunkt des Feintunings ging sofort die Post ab und ich musste nun zusehen, wie er ein Rotauge nach dem anderen fängt. Sie lieben anscheinend das B-Turbo. Somit geht seine Rechnung voll auf. Ja, bei mir ging bis dato noch nichts. Ein handlanges Rotauge konnte ich gerade mal eintüten. Bei Michael geht schon die Post ab im flachen Bereich. Aber ich bekomme jetzt Schnurläufer, Leine. Und es könnte sein, dass der ein oder andere Brassen sich hier an meinem Haken... Na, eben war ein Biss. Gut. Ja, wie gesagt, ich hoffe ja immer noch auf den ein oder anderen Boliden. Und da muss ich mich richtig konzentrieren, dass ich den auch noch euch präsentieren kann. Warten wir nochmal ab. Mittlerweile sind schon wieder 2,5 Stunden rum. Alles nur Anpacker, keine positiven Bisse. Bei Michael das Gegenteil, der fängt Stück auf Rotaugen. Weil wir versuchen ja noch mit Gewicht irgendwie zu kriegen. Ja, und jetzt sieht es nach dem Brassenbiss aus. Jawohl, der hängt. Und siehe da, nachdem ich 20 Minuten jetzt liegen gelassen habe und ich auf 2 tote Maden gewechselt habe, wurde ich hier zum Schluss jetzt nochmal belohnt. 7 Gramm Brassen konnte ich doch noch eintüten
Und in diesem Fall ging gerade noch so meine Strategie gut auf. Aber das ist nicht immer so. Wie schon erwähnt, unsere Strategien gingen auf. Der Michael war gut am Fisch. Und ich habe zum Glück noch zwei Brassen gefangen, Rotaugen ganz wenig. Wir konnten sogar einmal Stereo fangen. Am Ende der Session hatte Mischa 15 Rotaugen. Während ich zwar nur 4 fing, dafür hatte ich aber 2 schöne Bonusbrassen. Wie ihr noch mehr Fische fangen könnt, hier der Bonustipp. Wenn ihr zu zweit oder auch alleine mit 2 Ruten fischt, versucht wirklich immer gespreizt den Futterplatz aufzubauen. Wenn möglich, drillt den Fisch nie auf den kürzeren Futterplatz durch. Am besten eignet sich auf 11 Meter die linke Rute oder der Tandempartner links und der andere auf 13 Uhr, sofern es sich mit den Nachbarn vereinbaren lässt. So, das war mal ein kurzer Einblick beim strategischen Fischen zu zweit. Wir finden, zu zweit macht das Angeln einfach mehr Spaß und man bekommt wesentlich mehr Erkenntnisse als ein Einzelkämpfer, oder? Na, ganz locker, oder? Ja, wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, so könnt ihr uns gerne ein Like spendieren. Auch würden wir uns um einen Kommentar unten freuen, und wenn es nur ein Hallo ist. Wir sagen danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Film. Euer Michael und... Okay. Nochmal. Ciao, ciao. Ciao.